Schriftsteller am Werk, es gibt Bücher zu lesen. In den Spiegeln markiert den Beginn meines Lebensweges als Autor. Das Buch ist undiszipliniert, zügellos und abschweifend. Es ist all das, wovor sich manche Verlage und Lektoren fürchten. Doch es atmet auch die Freiheit des geschriebenen Worts und ist eine Orgie aus Pop-Art-Referenzen und eine Meditation über die menschliche Verfassung. Dies ist kein Buch, das jedem gleich gut verdaulich erscheint, doch in seiner Art und Weise ist es recht einzigartig und schwer mit anderen Büchern vergleichbar. Es ist ein wenig Fantasy und ein wenig das, was man als magischen Realismus bezeichnet, vielleicht ein wenig das, was man als Transgressional Literature bezeichnet. Eine Abenteuerreise, die im Inneren des Menschen beginnt und sich langsam nach außen in die äußeren Bereiche dieser Welt fortsetzt. Und wem das zu verschwurbelt ist, okay, dann doch lieber mal nach Zahlen. Es geht um Sex, Gewalt und Tod. Ist das besser so? Und wie könnt ihr an dieses Buch herankommen? Nun, ich bin sicher, man kann es überall dort bestellen, wo ich euch guten Gewissens niemals hinschicken würde und wohin ihr trotzdem zu gehen pflegt. Doch ihr könnt genauso gut Zeichen setzen und es in meinem obskuren Shop bestellen. Davon habe ich dann auch etwas. Oder ihr schreibt mir einfach eine nette E-Mail und ich schenke es euch. Egal, ich will einfach Sand im Aquarium aufwühlen. Das könnt ihr sicher verstehen. Und jetzt machen wir weiter. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Escapismo. Dies ist einer dieser Tage, wo die Temperatur über 30 Grad steigt. Und eigentlich fragt man sich, ob das die richtige Temperatur ist, um so ein Video zu machen. Aber was soll's? Jetzt sind wir schon dabei. Heute möchte ich mal wieder einen Blick auf einen Integralband werfen, der hier in Deutschland beim Hall Verlag erschienen ist. Es geht dabei um die Geschichten von Paul Guillon, die in den 80er Jahren unter dem Titel La Survivante, die Überlebende, erschienen sind. Und dazu fällt mir einiges ein und deswegen legen wir doch mal los. Paul Guillon war einer der Comiczeichner so aus der zweiten Generation rund um Les Humanoïdes Associés und Metal Hurlant und hatte sich zu dem Zeitpunkt durchaus schon einen Namen gemacht als ein Zeichner von Science-Fiction-Geschichten aber auch historischen Comics. Wie so oft bei diesen wunderschön gemachten Bänden kommt das Ganze mit einer Menge Bonusmaterial über Paul Guillon und über die Überlebende, aber auch ein sehr langes Interview mit ihm aus den 80er Jahren. Das werde ich jetzt alles nicht so genau anschauen. Das ist ja dann doch mehr was für jene, die sich so einen Band vielleicht mal zulegen. Auf jeden Fall ist Guillon ein großartiger Zeichner, dessen Frauenporträts man als äußerst ansehnlich bezeichnen kann. Seine Geschichten, an denen er gearbeitet hatte, hatten sehr oft etwas Exotisches und sehr viel Fernweh und viel Eskapismus eigentlich. Die Schiffbrüchigen der Zeit, was er zusammen mit Forest gemacht hatte, wäre sicherlich eine andere Reihe, die man sich näher anschauen könnte. Er hat auf jeden Fall einen Stil, der einerseits eben sehr stark im Realistischen angesiedelt ist, aber durchaus auch so einen sehr klassischen, fast schon altmodisch anmutenden Stil hat, der eben sehr daran erinnert, dass er ein Ziehkind war von Jean-Claude Forest und Barbarella und dass das das Kielwasser war, in dem er gearbeitet hatte. La Survivante ist ursprünglich in L'Écho de Savane erschienen, was ja ein recht so pfeffriger, fast schon ein wenig underground-artiger Comics-Verlag war seinerzeit. Und die Geschichte, die Prämisse dieser Geschichte ist schon super faszinierend.
Es geht also um eine Frau mit dem Namen Aude Albrechtsby, was ein sehr schwer zu merkender Name ist. Und Aude ist eine abenteuerlustige Frau, die mit einigen befreundeten Männern tauchen geht, irgendwo an der Küste, vermutlich Normandie, glaube ich. Und sie gerät dort in eine missliche Situation, wo sie mehrere Stunden in einer Unterwasserhöhle eingesperrt ist. Aber als sie dann an die Oberfläche kommt und sich endlich befreien kann, nach mehreren Stunden, kann sie ihre Freunde oben am Strand nicht finden. Die scheinen alle verschwunden zu sein. Und sie beginnt Schritt für Schritt herauszufinden, dass die gesamte Menschheit verschwunden ist. Und sie kann noch am Anfang sehen, dass die sich alle so in Staub oder Asche verwandelt haben. Und sie scheint von diesem Effekt, der da stattgefunden hatte, von diesem kataklysmischen Ereignis verschont geblieben zu sein. Und damit beginnt ihr Leben als die einzige lebende Person auf der Welt. Zumindest für eine ganze Weile. Da passieren dann auch im Laufe der Zeit andere Dinge. Gleichzeitig ist das hier in so einer Art naher Zukunft angesiedelt, weil Guillaume wollte auch eine andere Komponente reinbringen, und das ist etwas, was uns heute eigentlich sehr beschäftigt, nämlich KI und die künstliche Intelligenz. Und somit ist es eine Ära oder eine Zeit, das ist in einer Zeit angesiedelt, als die Menschen bereits begonnen haben, Roboter und Cyborgs so im kommerziellen Alltag einzusetzen, also zum Beispiel als Verkaufshelfer. Und überall gibt es sozusagen diese Roboter. Und die eigentlich nur die Leute so im Alltag begleiten. Und das Interessante ist ja, dass nachdem alle Menschen verschwunden sind, diese Roboter einfach ihre Arbeit so weitermachen. Also Aude darbt einfach auf jeden Fall nicht, sondern sie beginnt erstmal ein eher sehr dekadentes Leben zu führen, weil ihr all diese Infrastruktur noch immer zur Verfügung steht und vieles davon ist solargetrieben. Viele dieser Roboter haben auch die Fähigkeit, sich selbst zu reparieren. Also für eine gewisse Zeit ist das für sie fast schon so eine Art seltsame Selbstfindungszeit, wo sie alle möglichen Dinge ausprobiert, die sie früher eben nie getan hätte. Wobei gleichzeitig gibt es so lustige Situationen, wo zum Beispiel hier diese robotisierten Polizisten sie anhalten und sie noch immer versuchen, an irgendwelche Verkehrsregeln zu binden. Aber letztendlich zeichnet sich schnell ab, dass das eine Geschichte ist, in der es anfangs um Langeweile geht, dann um Einsamkeit und letztendlich auch um Wahnsinn. Und Aude lernt auch einen Roboter kennen, der Ulysses heißt, der in gewisser Weise ihr Liebhaber wird. In der Richtung ist Guillaume stark der Pulp Fiction treu, und all diese Situationen haben natürlich etwas sehr Exploitatives und ist alles bisschen so ein Gore dabei. Das Problem ist natürlich auch, dass zwischen ihr und ihrem neuen Liebhaber Ulysses eine sehr manipulative Beziehung entsteht und dass letztendlich dort auch Situationen vorkommen durch den Roboter, die man nur als Vergewaltigung bezeichnen kann. Also da scheut sich sozusagen Paul Guillaume vor gar nichts. Und für mich ist eine der Stärken dieses Bands sicherlich in der Darstellung dieses einsamen Frankreichs. Also gerade Paris ist da im Mittelpunkt. Also das sind ja wirklich teilweise sehr wunderschöne, sehr liebevoll gemachte Paneele. Und auch so ein Gefühl von Verfall, das sich da langsam einschleicht. Am Anfang sieht ja alles noch sehr neu aus und die Roboter, die ja überall in den Straßen arbeiten, reparieren auch immer alles und reinigen die Straßen. Aber im Laufe der Zeit beginnt dieses System ohne Menschen doch zu korrodieren. Also auch die Roboter fangen langsam an, kaputt zu gehen.
Die andere Sache ist, dass der Roboter Ulysses eben eigene Pläne hat und letztendlich versucht, eine Art von Roboterzivilisation dort auf der Erde aufzuziehen. Und in der Hinsicht ist ihm Ode eigentlich so ein bisschen im Weg. Denn er ist ja höchstens daran interessiert, sie als so eine Art Sklavin zu halten. Wie gesagt, es ist eine Menge Robotersex in diesem Band drin, der auf den ersten Blick nicht wirklich plausibel erscheinen mag. Aber wie gesagt, das Ganze hat durchaus etwas Pulpiges und ist jetzt nicht unbedingt eine Geschichte, die einen allzu grandiosen Ruf genießt als ein großartiges Science-Fiction-Machwerk. Das ist nicht unbedingt ein Comics, der den besten Ruf genießt, und ich glaube, zumeist wird diese Geschichte in so eine ähnliche Kategorie gesteckt, wie jetzt zum Beispiel Druna von Serpieri. Also als etwas, das sehr, wie sagen das die Engländer, gratuitous ist. Also letztendlich könnte der Vorwurf lauten, dass es häufig darum geht, die Geschichte möglichst so zu verbiegen, dass man die nächste Sexszene zeichnen kann. Oder die nächste Analvergewaltigung, wie hier gerade. Durch eine Serie aus Umständen wird dann Ode schwanger und ihr Sohn Jonas kommt auf die Welt, der ja ein wichtiger Protagonist ist in den späteren Geschichten. Das ist eine interessante Figur, aber ich hatte ein bisschen Probleme immer mit seiner Gestalt, denn er wächst ja so ein bisschen wie so ein Wolfskind auf, also ohne Eltern und am Anfang eigentlich nur herangezogen von dem Roboter Ulysses. Und es fühlt sich manchmal ein bisschen unplausibel, dass er dann so geworden ist, wie er geworden ist, und dass er diese sehr eloquente Art hat und ohne all diese Erfahrungen eines eher uns vertrauten Lebens zu besitzen, um Äußerungen von sich zu geben, die halt genau darauf einzahlen. Also das ist ohnehin so, dass in diesen Comics, dass Guion hier wahnsinnig viel herumphilosophiert und ich nicht all seine Gedankengänge unbedingt interessant oder nachvollziehbar fand. Was mir an dem Ganzen gefällt, ist die Prämisse, die Idee ist ziemlich abgefahren. Die visuelle Präsentation, also die Zeichnungen, finde ich großartig. Also das ist eindeutig ein großer Meister seiner Generation. Aber manchmal gerät das Ganze auch sehr ins Absurde, wie zum Beispiel im Band 3, als die ganze Handlung an Bord einer Raumstation verlagert wird, weil dort eine Handvoll Leute überlebt hat, dadurch, dass sie zum Zeitpunkt der Katastrophe nicht auf der Erde waren, sondern im Weltraum, sind sie auch davon unberührt geblieben. Allerdings ist es so, dass als Ode und Jonas dort eintreffen, die Astronauten letztendlich schon längst den Verstand verloren haben. Und was sie da vorfinden, ist eine ganz bizarre Situation, und eine Menge Anlässe für den Zeichner, allerlei obszöne Dinge zu zeichnen. Aber zur selben Zeit ist das halt teilweise ein richtig cooler Look und es macht schon sehr Spaß, diese Paneele zu studieren. Auch wenn ich, wie gesagt, von der Story nicht immer so begeistert bin. Manchmal denke ich mir, viele großartige Comiczeichner, also wirklich auch einige der größten Namen, die man so kennt, sind sehr, sehr gut damit beraten, wenn sie mit einem Skriptautor zusammenarbeiten und letztendlich sich mehr auf das Grafische fokussieren. Denn wie gesagt, ich finde viele Gedankengänge, die hier so ausgebreitet werden, teilweise etwas überzeichnet. Auf der anderen Seite war das ja so, dass die generelle Tonalität der Geschichte, und das kann man ja schon an dem hier sehen, ist ja mehr so anything goes. Also es ist immer die Frage, wie ernst sich der Künstler bei so einer Geschichte auch genommen hat. Denn das hier war eben so eine Sache, die halt auch in ihren 6- oder 8-seitigen
Fortsetzungsabschnitten in Magazinen erschienen ist. Und man darf eben nicht vergessen, dass das eben anfangs in einem Comics-Magazin erschienen ist, das vollständig der Erotik verschrieben war. Und deswegen ist das natürlich etwas, was hier im Vordergrund steht und wo dann möglicherweise die Logik und die Plausibilität der Geschichte ein wenig drunter leidet. Es gibt übrigens auch eine Menge so Tentakel-Gore hier, weil durch diese Weltuntergangssituation, die da rätselhafterweise stattgefunden hat, hat sich auch einiges auf der Erde verändert. Viele Chemikalien sind freigesetzt worden und Tiere sind schnell mutiert. Und naja, deswegen ist das für den Künstler mal eine Chance, einige sehr tentakellastige Erotikszenen zu zeichnen. Alles in allem ist das eine Geschichte, die durchaus zum Absurden tendiert, aber gleichzeitig verdammt cool gezeichnet ist. Es ist eine dieser Sachen, die mich wegen der Prämisse interessiert haben, aber letztendlich war ich dann auch froh, als ich das zu Ende gelesen hatte, weil ab einem gewissen Punkt hat man dann ein bisschen genug von diesen philosophischen oder sozialkritischen Gedanken, die da eingeschleust werden, zumal das immer auch ein bisschen zueinander im Widerspruch steht, weil einerseits ist die ganze Story und die Art, wie das aufgezogen ist, extrem pulpartig und es bräuchte eigentlich das Herumphilosophieren gar nicht, sondern es bräuchte vielleicht mehr eine interessante, episodenhafte Handlung. Aber stattdessen scheint es immer so, dass Paul Guillon hier auch versucht, das Pornografische immer auch durch irgendwelche geistigen Meditationen zu neutralisieren. Und der Geschichte hätte es vielleicht nicht geschadet, wenn man sich mehr für das eine entschieden hätte. Aber es ist trotzdem ein unikater und für seine Zeit origineller Wurf, der in seiner Umsetzung extrem qualitativ und gehoben ist, inhaltlich aber ständig hin und her oszilliert zwischen extrem trashig und stellenweise viel zu zerebral und gehirnlastig. Aber wie gesagt, es ist durchaus ein faszinierendes Zeugnis einer ganz bestimmten Zeit und markiert letztendlich auch eine bestimmte Ära in den 80er Jahren, auch bei Metal Hurlant spürbar, wo man eine Art von Übergang leistete von teilweise surrealer Fantasy und surrealer Science Fiction hin zu abgehobener und teilweise abwegiger Erotik. Das war also eine kleine Betrachtung von La Survivante, die Überlebende von Paul Guillon. Und in Deutschland erschienen im Alphalag, einer meiner Lieblingsverlage, weil man dort all die interessanten Comics-Geschichten finden kann, die ansonsten ein bisschen in Vergessenheit geraten wären. Und das ist so auf Anhieb alles, was mir dazu einfällt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi.